Vor allem, warum saugt sie nur die Hälfte von denen weg? Warum nicht alle und nur einer bleibt übrig? Oder am besten gar keiner? Ja, durch die verfickte Lücke oder was? Boah, ich klopp hier gleich alles kurz und klein, ne? Ich hau gleich meine Tastatur zu Klump. Ich sag es dir. Boah, jetzt treffe ich ihn noch nicht mal. Ey, mich fuckt das einfach so ab, dass du dich auf alle drei fokussieren musst. Ah! Jetzt popp ich schon aus dem Spiel aus, weil ich mich so aufrege. Aber hier bist du. Kleinen dreckigen. Boah. Vorsicht, Team Blau. Mir fehlen einfach die Begriffe, um zu beschreiben, wie sehr ich diese Typen hasse. Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Hast du gerade auf mich aufgeschossen? Ja. Au. Natürlich, der Dritte, auf den man mal nicht achtet. Und wieder gesniped. Klar. Ja, das war's schon wieder. Und wir schaffen es nicht mal, einen von denen zu töten. Das ist unmöglich, echt. Challenge. Du alleine Halo 5 legendär durchspielen. Da, schon wieder. Der Dritte, auf den man nicht achtet. Der Wichser schießt ja natürlich einen schönen ekelhaften Strahl ab. Ach, danke, Frederik, dass du mitten in meinen Schuss reinläufst. Machst du gut. Genau so macht man das nämlich. Wenn jemand schießen will, dann läuft man genau in den seinen Schuss rein. Weil... keine Ahnung, macht man so. Es ist einfach so. Ungeschriebenes Gesetz, dass man das so macht. Vorsicht, Team Blau. Ich frag mich, ob man da irgendwie hochkommen kann. Wo? Da, wo die spawnen quasi. Nein. Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Dieser Schuss, das kann man doch gar nicht ausweichen. Doch, mit der B-Taste. Nee. Der aimt automatisch dahin, wo du an dem Punkt sein wirst. Ach, auf einmal... ja, ganz plötzlich ist so links einer, weißt du? Es ist nicht machbar, Beo. Es ist nicht machbar. Stell dir aber mal vor, wie einfach der dafür bestimmt in Dingens ist. Wie einfach der in Singleplayer ist, wenn du normal spielst. Dann macht der bestimmt so einen Schuss auf dich und das zieht dir so ein Viertel deiner Leben oder so ab, weißt du? Ja, Frederik, wir haben mir gerade schon wieder fast in den Schuss reingelaufen. Ja, weißt du, warum sie unbesiegbar sind? Für uns? Na? Weil... ja, genau. Weil, selbst wenn du drei von den Schüssen von diesem Übergewehr da triffst, ne, drei aufgeladene Schüsse, ist der trotzdem noch nicht tot. Selbst nach drei getroffenen Schüssen ist der noch nicht tot. Und das Gewehr hat nur drei Schüsse. Du hast nur drei Schüsse. Und du brauchst vier, um ihn zu töten. Team Blau. Ich bin hier, um dich zu beschützen.
Und ich weiß auch nicht, wo das Streugewehr sein soll, was du meinst. Oben auf dem Turm. Wärter, du Welcher Turm? Darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Ich weiß nicht, was für ein Turm du meinst. Ganz am Anfang sind zwei Säulen. Ja. Da auf dem ersten, auf dem linken und auf dem rechten. Oh Gott, jetzt kommt schön. Ah, hier bestimmt. Hier ist auch nur Unterdrücker. Geil, das geht. Was denn? Es gibt eine Möglichkeit, dass du ein bisschen zumindest ihre Angriffe ausweichen kannst, die Nahkampfangriffe. Und zwar, du hast die Impulsgranaten von den Blutfedern. Wirfst du auf sie drauf, danach leuchten die doch so. Ich hab mich doch gerade gefragt, warum die leuchten. Ja. Das sind so eine Druckwellen, die schubsen dich nicht weg, wenn du vielleicht an den Rahmen bist. Und zumindest so haben mich die ganze Zeit eben nicht getroffen mit den Nahkampfangriffen. Hä? Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Diese Impulsdinger, was sie da absondern. Ja. Die schubsen einen weg. Und wie die schubsen, ist total zufällig. Okay. Hauptsache direkt wieder jemand bei dir am Klopfen. Das ist wieder typisch, weißt du, man ist am Aufnehmen und dann klopft wieder jemand. Komm Freddy, komm Freddy. Ja, genau, Alter. Vorsicht, Team Blau. Ist aber echt typisch, ne? Man nimmt auf und dann klock, klock, direkt wieder jemand am Anklopfen. Weil man hat ja nicht den Rest des Tages Zeit gehabt, dass jemand kommt. Nein, das muss genau dann sein, wenn man gerade was macht. Ah, okay, der Schuss hat also nicht getroffen. Einfach weil. Herrlich, ne? Hast du es auch so vermisst? Ach, ich denke die ganze Zeit daran, was würde ich nur tun, wenn ich jetzt nicht dieses Spiel spielen würde? Was würde ich da mit meinem Leben anfangen? Ja, okay, der ist jetzt im Übermodus, der eine. Er ist tot. Der eine ist tot. Echt? Ja. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens mal einer. Ja, ey, Fortschritt. Fortschritt! Gut, wenn du im Übermodus sind, brauchst du nur noch einmal auf den Rücken raufschießen. So eine, also bei mir war es ein Binärgewehr, aber... Ja. Du hast noch ein Binärgewehr? Ja. Das hat sogar noch relativ viel Schuss. Okay. Ja. Vermutlich kannst du mit jeder Waffe dann auf den Rücken schießen. Aber die erstmal in diese Form zu kriegen, ist, ja. Mach einfach genau dasselbe wie eben gerade auch, weil ich habe einen Punkt gefunden, wo sie mich nicht angreifen, außer mit diesem Aimbot-Schuss. Was für Profilfehler-Synchronisierung, Alter! Halt die Fresse! Ich bin mitten im Kampf! Oh ja, Profilfehler-Synchronisierung. Au, oh, fuck, Mann. Komm, Frederik, Frederik. Nein, nein, Kelly. Sehr gut. Hinter euch. Ich weiß. Ja,
Links von dir, links von dir. Alter. Wie lange muss ich noch durchhalten? 21. Hinter dir, er ist genau hinter dir. Er macht gleich den Schuss bestimmt. Ja, ich bin natürlich nach hinten ausgewichen. Macht natürlich Sinn, wenn man ihm ausweicht, dass man nach hinten ausweicht. Komm, 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 einer von euch beiden. Das muss klappen, das muss klappen. Ja, du merkst, ich verliere die Sanity. Die Granaten würde ich eigentlich mal auf die draufwerfen am Anfang gleich direkt. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Weißt du, Cortana? Das ist genau das Problem. Alter, auf einmal taucht ein natürlich neben mir auf. Ihr seid so zerbrechlich. Ja. Ja, fast tot. Weiß jetzt nicht, wie du das überlebt hast, aber... Meinst du, ich weiß das? Ich weiß generell gar nichts mehr. Du bist gleich tot. Kommt. So wird das nichts, Mann. So wird das nichts. Schritt für Schritt. Mammut, Junge, Mammut. Will ja gleich am Anfang Granaten drauf. Ich hab keine Granaten. Du hast am Anfang immer eine Granate. Das große Problem ist, wenn ich direkt am Anfang mitten reinrenne, sind Kelly und Frederick schon mal direkt tot. Instant. Weil die mir ja die ganze Zeit hinterherrennen, wie so ein Ameisenrudel, weißt du? Die denken sich ja so, oh, ich habe keinen eigenen Kopf, ich renne die ganze Zeit dem Chief hinterher. Fuckt auch zum Glück überhaupt nicht ab. Besser mir die ganze Zeit nachlaufen, wie so ein Hund. Wenn ich stehen bleibe, bleiben die auch stehen. Dann stehen die um mich rum, machen nix. Statt mal irgendwie taktisch zu agieren oder so. Nö. Nö, 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 nö. Sowas brauchen wir nicht. Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Stattest mir aber nicht zu wählen, wen ich die sind schon wieder tot. Freddy und Kelly. Nee, doch nicht. Noch leben sie. Jetzt sind sie, glaube ich, tot oder auch nicht. Ach, natürlich. Wieder derselbe Scheiß wie eben. Ich schieße, aber es macht ihm irgendwie nichts. Because reasons. Alter. Dieser Moment, wenn du aus dem Auge willst, diesen Schuss siehst, du denkst einfach nur, hey, ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Dieser Moment, wenn du in einer Ecke stehst und weißt, du hast keine Chance. Das kann man doch nicht schaffen, Alter. Vor allem jetzt habe ich überhaupt keine Munition mehr. Einfach null. Alter, wie hast du das jetzt überlebt? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt noch irgendwas überlebe. Aber ich hatte keine Munition mehr. Ich konnte nichts mehr machen. Hätte ich jetzt doch die Waffe bekommen, hätte ich den vielleicht noch down bekommen. Aber alleine hätte ich es sowieso nicht mehr weiter geschafft. Ich weiß ja nicht mal, ob jemand überhaupt nachspawnt. Weil wir leben gar nicht lange genug, um herauszufinden, ob du nachspawnst oder nicht, weißt du? Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Aber hier bist du. Hier dich nicht für dumm. Ja, ich bin ja nicht ausgewichen. Man hat sogar das Jetpack gehört, dieses Puh. Hat aber anscheinend nichts gebracht.
Alter, unsere Spartan-Kollegen, ne? Dass die Mission nicht mehr so lang dauert. Hä? Ich habe einfach so gehofft, dass die Mission bald gleich, also sie relativ schnell schaffen. Nachdem wir das letztes Mal schon 1,5 Stunden versucht haben, dachtest du, dass wir das schnell schaffen? Ja. Ich bitte dich. Nie im Leben. Never. Vor allem nicht, wenn Frederik und diese verfickte Kelly mir die ganze Zeit nachdackeln wie so ein Hunderudel. Was ist mit denen? Sind die irgendwie räudig oder was? Macht mal euren eigenen Weg hier. Da, tötet den da. Meine Fresse. Aber geht mir nicht um den Sack. Jetzt würde ich so lachen, wenn sie jetzt so abgehen würden und die wirklich töten würden. Alter, ich finde das sowieso so krass, dass sie so einen Schuss aushalten. Ja, der hat mich natürlich getroffen. Nämlich eigentlich gar nicht. Alter, leck mich am Arsch. Hör auf, mich alle anzurufen. Was ist, wer ruft dich denn an? Jetzt eben gerade noch der zweite von meiner Firma. Ja, vielleicht wollen die irgendwie, dass du vorbeikommst. Ja, nee. Ich hab heute frei. Der erste wollte nur, dass ich ihn hinfahre zur Firma, weil er zu spät Bescheid bekommen hat, dass er heute einspringen muss. Und deswegen solltest du hinfahren? Nein, deswegen sollte ich ihn hinfahren. Ja, geht halt nicht, ne? Hab ich ihm gesagt. Ich habe aber gerade, glaube ich, noch was rausgefunden. Und zwar, solange die diesen Schild, dieses komische Pumpteil um sich rum haben, kannst du sie nicht angreifen, habe ich so das Gefühl. Was überhaupt keinen Sinn machen würde, aber irgendwie, ja. Fuck, dass das nicht funktioniert. Aha. Alter, natürlich! Er trifft mich. Er hat ja auch den 360-Grad-Superstil drin. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich glaube, du musst, wenn du ausweichst, nach rechts ausweichen, nicht nach links, weil links ist seine Klinge und wenn die dich einfach nur berührt, ohne Schlag, einfach nur berührt, bist du direkt tot. Einfach so, tot. War bei mir eben auch. Ich bin ausgewichen und die Klinge hat mich noch so ganz leicht, glaube ich, berührt. So am Fuß oder so. Und mein Typ einfach tot. Heute nicht. Also. Oh. Und dann einfach tot. Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. So. Ich hoffe, die machen es langsam aber auf eigene Faust. Also, Frederik hat mir gerade geholfen. Das finde ich schon lustig. Ja genau, warum macht es ihm denn keinen Schaden? Es ist direkt an seinem komischen Rückenimplantat da. Okay, alle sind tot, du bist der letzte Überlebende, also werden wir es wieder nicht schaffen. Ich kann eigentlich schon wieder Kontrollpunkt laden, oder? Wenn wir einen Down bekommen würden, dann hätten wir schon mal einen riesen Vorteil. Wir müssen nur einen von denen down kriegen. Einen. So wie eben. Nur, dass wir beide dann leben, weißt du? Ich heule. Ich habe keine Lust mehr. Ah, fuck. Ach geil, hier haben wir sogar unendliche Munition. Nee, doch nicht. Hä? Was? Eben gerade habe ich einen Schuss abgefeuert, der gar nicht zielte. Ja, bestimmt, weil deine Profilsynchronisierung gar nicht funktioniert. Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Er hat mich doch gar nicht getroffen! Hauptsache dieser Flächenangriff, den er manchmal macht, zieht auch einfach deine kompletten Leben und du bist sofort tot. Ja. Mhm. Ey, ich will diesen Controller durch die Wand schmeißen, ne? Ich glaube, ich lege irgendwann mal ein paar alte Controller, die sowieso kaputt sind, hier hin und werf die dann gegen die Wand, dass die in 1000 Teile zerscheppern. Einfach weil. Ich gehe auf eBay, kaufe mir ein paar defekte Controller zum gegen die Wand schmettern, wenn ich verliere. Ja, ich habe gerade so eine Wut in mir. Ich bin gerade auf 450, ganz ehrlich. Und ja, 450 ist nicht das Doppelte von 360. Oder von 180.
sondern einfach nur irgendeine random Zahl, die ich in den Raum geworfen habe. Au. Ja, genau. Und dasselbe Spiel wie jedes Mal. Yay. Ich bin der Master Chief. Wobbly, wobbly, wobbly. Boah, irgendwas landet gleich in der Wand. Vorsicht, Team Blau. Okay, ich gebe dem Scheiß jetzt 3 Versuche. Nö, ich breche das Projekt nicht ab. Ich mache das so lange, bis wir das schaffen. Und ich werde auch nicht die Schwierigkeit runterstellen, dafür bin ich mir zu stolz. Ich habe bisher jedes Halo auf Legendär durchbekommen, auch Halo 3. Und Halo 1, und das war bei weitem schwerer. Halo 1 hat uns auch zu weit. Was mich an Halo 5 echt nervt, dieses ewige Wehrtag-Spam. Ist einfach nur... Einmal okay, zweites Mal, wenn es sein muss. Ja, hier den Wärter töten, da den Wärter töten, da nochmal den Wärter töten und schon wieder den Wärter töten. Ach ja, wenn du Lust hast, kannst du mal nebenbei den Wärter töten. Ich meine sogar der Multiplayer ist... Guck mal, hat er mich gerade berührt? Ich weiß, hab ich nicht gesehen. Ich guck immer auf meine Leiche, wenn ich tot bin. Ja, dann guck nicht auf deine Leiche, sondern guck mich an, damit du siehst, ob der mich berührt mit seinem Scheißschwert überhaupt. Ich war nicht mal in seiner verfickten Hitbox drinne. Vorsicht, Team Blau. Vorsicht, Team Blau. Boah, ich mach gleich ohne Witz die Stimmen aus, ne? Ich mach gleich ungelogen die Soundspur von den Stimmen aus. Spätestens beim nächsten Versuch. Ja, natürlich treffe ich ihn nicht. Ist dir mal aufgefallen, dass wir eigentlich voll dumm sind? Warum? Wir haben eine Schnellfeuerwaffe, die sofort auf den Schwachpunkt des Gegners drauf fliegt eigentlich, und wir benutzen sie nicht. Welche denn? Den Unterdrücker. Ja, okay, das war ja doof, das war mein Fehler, weil ich eine falsche Richtung geboostet habe. Schnapp dir mal ohne Scheiße den Unterdrücker und schieß mal die ganze Zeit auf. Du hast ein großes Magazin, du hast viel Munition. Der eine braucht nur noch einen Schuss, Mann. Ich brauche Hilfe. Komm. Ja, was war das denn? Unmöglich! War einer tot? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen getötet. Ja, ich auch nicht. Also nein. Oh. Vorsicht, Team Blau. Ja, schon wieder Fehler, Profilsynchronisierung. Ich hau gleich meine Xbox aus dem Fenster, ne? Werte, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Ja, Unterdrücker zählt auf den Schwachpunkt. Genau, Beo. Mhm. Und was hast du sonst noch so geraucht? Rot. Er lässt sich einfach nicht beeindrucken von meinem Beschuss. Oh, auf einmal ist wieder einer hinter mir. Hm. Wir sollten vielleicht mal beide zusammen an einem Ort bleiben. Der eine lenkt ab, der andere schießt von hinten drauf. Und dann schicke ich Linda und Frederik auf den anderen drauf. Auf einen, irgendeinen anderen. Komm, ich schicke jetzt direkt, wenn wir reinlaufen, Frederik und Linda auf den rechten, ja? Von den dreien da oben. Vorsicht, Team Blau. Schick sie mal mit uns auf den vordersten. Nein, tu ich nicht. Den da bitte. Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Wo bist du? Da. Ich bin hier oben. Ich bin auch allen gerade egal.
Mach doch deinen Scheiß Ausweichteil, wenn ich sage. Na, jetzt bin ich tot. So, einmal noch. Hä? Ja, ich hab da gerade echt keinen Nerv für. Lass mal die Stunde noch voll machen, das heißt 7 Minuten. Ja, okay. Das ist mindestens genau 3 Folgen. Alter, ich kann das. Ich... 3 Folgen voller Fails. Ja, aber es sind, sehen die Leute mindestens, wie scheiße das ist. Vielleicht lade ich es auch als 1-Stunden-Video hoch. Dann aber so ein Zeitraffer. Nee. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Na, erster Schuss mit dem Gewehr schon mal verfehlt. Weil die Attacke hat er ja die ganze Zeit. Ich mache jetzt die Stimmen aus. Warte mal, bleib bei mir stehen, bitte. Lautstärke der Vertonung. Aus. So. Weil ich kann mir das echt nicht mehr geben. Ungelogen. Dieses Gelaber, wenn wir da reinkommen, ne? Ich kann's nicht mehr hören. Es ist einfach so nervig irgendwann. Hallöchen. Na? So ein dicker Ball kommt auf einmal angeflogen. 2 Stück jetzt übrigens. Boah, der ging voll in den Schwachpunkt. Und? Der hat auch getroffen. Und er fliegt vorbei. So, das war's mit der Waffe. Feuert auf den Wärter ist übrigens ein sehr guter, eine sehr gute, ja, wie nennt man das? Eine sehr gute, ein sehr guter Befehl, genau. Bei 3 Wärtern zu sagen, feuert auf den Wärter. Ist, glaube ich, der beste Befehl, den du deinem Team geben kannst. Wann kommst du wieder? Wir nehmen morgen auf. Nein, ich meine, wann wirst du wieder respawned? Achso, 20. Ich bin jetzt tot. 3 Minuten hast du noch. Ja, ja. Ey, wir müssen es doch mal schaffen, einen von denen zu töten. Hatten wir schon. Ja, aber ich meine, das nochmal zu schaffen. Der Wärter hat Priorität. Der Wärter hat Priorität. Okay. Mehr höre ich auch nicht. Ich höre keine Stimmen, kein Gelaber. Och, es ist herrlich. Endlich halten die Fotzköpfe da in der Mitte mal ihre Fresse. Warum auch immer er rückwärts läuft, aber gut, soll mich nicht stören. Ja, er trifft mich, obwohl er mich gar nicht treffen kann. Es ist doch unfassbar. Es ist doch... Es ist einfach nur... Es ist... Ich kann das nicht in Worte fassen, echt nicht. Die Frage ist, wir brauchen eine Lösung für das Problem. Ne? Ja.